Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Captain Bam. Dies ist das Spielemagazin und mir ist ein kleines Malheur unterlaufen. Entschuldigung bitte, aber ich habe vergessen, auf Pause zu drücken. Ich habe das Spiel laufen lassen und komme jetzt gerade zurück zum Computer und sehe, ach du Scheiße, ich habe nicht Pause gedrückt und jetzt habe ich hier über 1 Million. Ja, es lief einfach eine Weile einfach so durch. Shit. Ja, was ich aber sehen kann ist, die City steht noch, also die selbstverwaltenden Kräfte meiner Stadt sind auf jeden Fall noch vollkommen in Ordnung. Was man aber auch sieht ist, so ein bisschen Schwierigkeiten habe ich dann vielleicht noch. Ich muss ja kurz mal aufräumen. Und dann hoffen wir, dass wir, nachdem wir hier dann die Gebäude beseitigt haben, die offensichtlich leer stehen, dass wir dann wieder ein bisschen etwas reißen können. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, das war so im Großen und Ganzen. Mir fehlen natürlich mal wieder Arbeiter und so. Hier hinten fehlt mir eine Mülldeponie oder ähnliches. Das wird jetzt immer deutlicher. Ich schätze mal, je mehr ich hier rüber gehe, um dann irgendwas auszubauen, umso schlimmer wird's. Die nächste Mülldeponie ist hier. Da haben wir auch noch welche, aber die sind halt jetzt ein bisschen weit weg. Und nicht nur das, die sind auch voll, wie ich gerade sehe. Die anderen auch? Nö. Also da lief es offensichtlich noch nicht lange genug. Jetzt mache ich mal hier, das leeren wir mal. Und hier wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir mit dem ganzen Geld, was wir haben, wenn wir da eine Müllverbrennungsanlage hinbauen, dann ist der Weg zumindest für die Entleerung nicht besonders weit. Einfach nur auf die andere Straßenseite bringen den Schrott und schon geht's vorwärts. So, ja, was ich auf jeden Fall machen wollte, das hatte ich ja letztes Mal angerissen und dann irgendwie nicht weiter verfolgt, war die Sache mit dem Güterzug. Güterbahnhof, so heißt das Ding, genau. Das wollte ich hier hinsetzen und war die ganze Zeit überlegen, wie ich das am besten mache. Mache ich auch jetzt noch gerade, denke ich drüber nach, wie könnte ich das wohl am besten machen. Aber ich denke, es wäre ganz cool, ich baue mir hier einfach eine Straße. So zum Beispiel. Und wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich ja auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken und baue das Ganze mal eine Nummer größer. Zum Beispiel so. Vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen. So, baue ich hier hin. Darf vielleicht nicht zu weit gehen, aber so ist es doch sicherlich in Ordnung, glaube ich. So, und jetzt könnte ich nämlich hergehen und diesen Güterbahnhof dahin bauen. Zack. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt verbinden wir das Ganze miteinander. Das müsste aber relativ easy machbar sein. Einmal hier und einmal da. Und schon habe ich einen voll funktionierenden Güterbahnhof am Start. Jetzt entfernen wir noch die Ecke aus kosmetischen Gründen. Bauen hier noch eine hin. Machen wir am besten einfach so, oder? So zum Beispiel. Ja, das ist so schlecht nicht. Das ist so schlecht nicht. Jetzt könnte ich natürlich auch tatsächlich hergehen, nachdem ich ja verstanden habe, dass das hier in der Form eigentlich gar nicht notwendig ist, könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, wir entfernen nochmal Teile, zum Beispiel diesen ganzen Teil, den hauen wir raus, so, und machen stattdessen hier nochmal einen auf dicke Hose und, hallo? Ah ja, okay. Und dann müssen wir nur darauf achten, dass genau das mit den Arealen, dass das hier funktioniert. So zum Beispiel. So. Und dann können wir uns das jetzt mal angucken, wie sich das entwickelt. Ob es funktioniert, ob die Firmen das annehmen oder eben nicht. Hier auf jeden Fall verschwinden schon mal einige Firmen. Das ist aber durchaus so gewünscht. Oh, hier fehlt noch Wasser und Strom. Gut, Strom müsste ja eigentlich relativ schnell kommen. Wasser, dafür kann ich sorgen.
Ich mach das mal so, dass ich hier an der Straße entlang gehe. So zum Beispiel. So, kaum kommt jetzt hier irgendwann mal die erste Firma, die sich da niederlässt, dann sollte sich da auch was tun. Na? Na? Das dauert wohl noch ein bisschen. Ich helfe mal ein bisschen nach. Irgendwie will sich hier jetzt keine Firma ansiedeln. Ja gut, aber hier ist auch gerade irgendwie wenig los, ne? So mit dieser Entwicklung. Wir warten einfach mal ab. Ich glaube, dass die Idee nämlich nach wie vor ganz ordentlich ist. Das kann man schon machen. Ich glaube, das ist gut. So, wie sieht es denn hier oben aus? Hier war ja zuletzt auch jede Menge Stau und Pipapo. Aber was vor allem auffällt, ist, dass ein paar Firmen hier einfach nicht mehr existieren, weil zu wenig Mitarbeiter da sind. Aber wie gesagt, die Stadt ist zuletzt ja auch echt überhaupt gar nicht mehr gewachsen, sondern nur noch von alleine irgendwie gelaufen. Jetzt auf jeden Fall gerade brauche ich neue Einwohner, so wie mir scheint. Und diesen Wunsch kann ich der Stadt natürlich durchaus erfüllen. Ich mache das mal so, indem ich sage, ich ziehe diese Straße hier rüber und dann verbinde ich alles irgendwie miteinander. Das ist schon mal gut. So, jetzt schauen wir mal. Das hier müsste eigentlich eine Wohngegend sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also könnte ich hier auch noch mal ein bisschen was hinpflanzen. Und hier hinten tun wir das auch. So. Und hier in der Mitte natürlich sowieso. Da muss ich dann auch wahrscheinlich, wie gesagt, noch mal ein bisschen aufräumen, sobald ich eben erkennen kann, wie das insgesamt so weitergeht. Jetzt hier ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich nicht weiß. Bisschen krumm, glaube ich, aber vielleicht noch gut genug. Jetzt noch einmal hier. Ja, das ist gut genug. Das passt. So, und jetzt machen wir hier halt nochmal so ein bisschen gering besiedelte Gebiete rein. Schwupps. Und schwupps. Das ist schon mal sehr gut. Kommerz ist ja ein bisschen links und rechts davon. Das ist eigentlich ganz gut. Wir müssen halt bloß ein bisschen schauen, so wegen Feuer und Polizei und so. Aber das können wir auch nachträglich machen. Da fällt uns bestimmt noch was ein, sobald die Leute mal hergezogen sind. Jetzt lassen wir sie erstmal herziehen. Da tut sich auch schon was. Und hier tut sich noch nichts. Und hier tut sich auch schon was. Sehr gut. Hier gibt es ein Upgrade. ...35.000 Einwohner habe ich mittlerweile. Bis zum nächsten Ziel sind es noch ein paar, aber nicht mehr so lang. Das ist also schon mal ganz gut. Hier entsteht einiges, das läuft. Wie ist es da hinten mit meinem Projekt Bahnhof? Nö. Da geht noch nicht so viel. Ich habe das zwar richtig deklariert, ungeachtet dessen läuft es noch nicht. Gut, ich könnte jetzt natürlich hergehen und machen noch so ein bisschen Gewerbe da außen hin. Vielleicht klappt es ja, dass dann diese Anlage zumindest mal Strom bekommt. Das wäre ja immerhin schon mal ein Anfang. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Sieht nicht gut aus. Da gibt es immerhin schon mal den ersten LKW. Der fährt schon mal dahin, weil er sich denkt, ja,
Ich liefere da ab, mir doch scheißegal, ob die Strom haben oder nicht. Und eigentlich müsste... Oh, jetzt hier. Da tut sich was. Das ist nur die falsche Seite. Besser wäre natürlich, es würde sich hier ansiedeln. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem. Auf wunderliche Art und Weise. Nö, reicht nicht. Direkt daneben kommt gleich nochmal einer. Ich habe keinen Bock, eine Stromtrasse zu ziehen, weil ich hasse Stromtrassen. So. Oh. Jetzt geht es dann doch langsam los. So ein klein wenig tut sich da. Und da haben wir auch schon den ersten Güterzug. Großartig. Ah, so langsam entsteht hier jetzt doch etwas. Aha, hier, ja, das könnte schon tatsächlich, jawohl, da haben wir die Stromversorgung hergestellt. Großartig, großartig. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier auch erfolgreich sind. Ja, es wächst und gedeiht. Was am ehesten gut wäre, wäre jetzt ein bisschen Gewerbe. Ich könnte natürlich noch mal ganz schnell hier ein bisschen was auflösen. Ich hatte ja gedacht, hier ein bisschen Wohngebiet reinzupflanzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, diesen Gedanken noch mal zu überdenken und hier stattdessen ein Gewerbegebiet zu deklarieren. Mittendrin. Das könnte nämlich klappen. So. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir ein bisschen weiter mit der Straßenplanung. Die Sachen werden sich dann sicherlich entwickeln. Das sind 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt das? Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Gut. Ah, hier darf ich es nicht einfach so durchteilen, oder? Nö, ich kann es offen lassen. So, und dann haben wir hier diese Passage. Das ist grundsätzlich okay. Und jetzt fangen wir hier halt wieder an zu zählen. Das müsste aber ungefähr hier hinkommen. Hat leider schon wieder krumm und schief. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, eigentlich müsste das Ding da hin. Und dann ist es leider ein klein wenig schief geraten. Ja, das ist Künstlerpech. So, und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ziehen wir das mal. Ach so. Das würde immerhin gerade laufen. Das wäre dann quasi die Begradigung dessen, was davor nicht funktioniert hat. Was ich natürlich machen könnte, ich könnte mir nochmal Gedanken dazu machen, ob ich vielleicht hier ausnahmsweise das so durchziehe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Ja, warum nicht? Dann komme ich zumindest überall ran. Größtenteils zumindest. Also hier ist noch ein kleiner Bereich, aber an sich ist es nicht so schlecht. Gut, und nachdem jetzt gerade Gewerbe erbeten wird, würde ich vorschlagen, wir machen da gleich mal ein kleines Gewerbegebiet irgendwo hin, zum Beispiel dieser Block hier. Und dann könnten wir theoretisch zumindest die Straße hier abschließen und hier dann nochmal einen großen Gewerbeblock platzieren. So. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier drüben genauso machen wollen oder nicht. Doch, das gefällt mir. Und das bietet mir jetzt die Möglichkeit, das hier drüben genauso zu machen. Zack.
Und jetzt muss ich natürlich so langsam auch mal nochmal gucken wegen Polizei und Pipapo, weil ich ahne, dass das jetzt langsam wieder nötig wird. So, nötig habe ich übrigens auch eine Pause. Ich hoffe, wir sehen uns dann dementsprechend morgen wieder, denn dann wird es hier weitergehen und wir werden schauen, ob mein Plan bezüglich dieser Forstlandschaft hier, ob der aufgeht. Aber ich sehe schon, das sieht alles mehr als nur gut aus. Hier haben wir den Zug, der kommt und jetzt wird er beladen. So, beziehungsweise er wird entladen. Aha. Oh ja, aber hier transportiert er Holz ab von meinen umfangreichen Plantagen, die ich gebaut habe. Das ist alles sehr, sehr gut. Ich finde, das läuft. Bin zufrieden. So, jetzt kann ich mir trotzdem nochmal hier beim nächsten Mal ein bisschen intensiver noch Gedanken machen, wie ich diese Gegend hier voranbringe. Ich bin gespannt. Freue mich auf euch, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bin Captain Bam, ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.